Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend wieder. Ein weiteres Rundchen God of War. Und ich dachte, wir sind woanders stehen geblieben, aber scheinbar sind wir wirklich hier stehen geblieben. Okay, ja, danke. Hier ist noch irgendwas offen. Mit ziemlicher Sicherheit ist hier was offen, denn hier gibt es noch einen Gefallen, der nicht erledigt ist. Okay. Nicht erledigter Gefallen, das ist hier drüben. Ach, das ist Helheim. Ja, da ist bestimmt auch noch irgendwas los. Da sind wir ja noch nicht weit gekommen, ne? Nur bis hierhin. Gut, was ziehst du denn da, Junge? Okay, ich muss mir erstmal hier wieder, genau. Gut, funktioniert nicht. Jedenfalls sind wir schon... Ach ne, sah bloß aus, als ob da was ist. Jedenfalls haben wir die Tore hier aufgemacht. Steinfall. Okay. Dieser Geist. Der, dessen Mutter von Thor umgebracht wurde. Was ist mit ihm? Zieh aus seiner Geschichte eine Lehre. Menschenleben bedeuten den Göttern nichts. Ich weiß, Vater. Du weißt. Aber hörst du auch zu? Ja. Gut. Oh, da komme ich nicht durch. Schade. Schöne Höhle wäre das gewesen. Gut, was haben wir denn hier aufgemacht? Weidrgard. Pass. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier gerade mache. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich wollte schon wieder zielen. Ich vergesse es immer. Okay. Oh Gott, auch noch ein Dicker. Nicht aufgepasst. Ich sollte mal Heilung holen. Weiter so. Komm, mein Freund. Aua. Nein, 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 nein. Nein.
es hinüber. Jawohl! Wir sind hier fertig. Okay, Feuersiegel gemacht. Schön. Und was haben wir hier? Nischt. Okay, gut. Nehmen wir auch das Nischt. Ach, hier, wir sind doch gar nicht fertig. Hier ist doch noch was. Auch hier geht's doch noch weiter. Der sagt, wir sind hier fertig. So, schön. Schuppenfragment ist sehr gut. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? In einem Bereich, der noch nicht aufgedeckt wurde. So richtig. Haben wir noch irgendwas anderes, was hier... Nee, da drüben können wir hochklettern. Oh, ich höre doch wieder Dingens hier kloppen. Tja, Brock. Hey, wer ist denn da schon wieder putzmunter? Ich hab doch gesagt, er wird wieder. Ja, so muss das ja auch, ne? So muss das auch. Junge, ja. Junge. Jawohl. Faithrgard, südlicher Außenposten des Zwergenkönigs. Zwergenkönig? Je von einem Zwergenkönig gehört? Nein. Ich weiß von einem Zwerg, der nicht weit von hier über ein paar arme Seelen geherrscht hat. Aber mich fragt ja keiner. Erzähl. Ey, ich will's wissen. Lasst uns anfangen. Ui, Chaosklingenverbesserung. Sehr gut. Was haben wir denn bei der Chaosklingenverbesserung? Oh. Jetzt schick sie alle nach Hel. Neue Fähigkeit, der ist verfügbar, sehr gut. Ein Axtknauf. Macht der. Der macht Sinn. Welchen haben wir denn derzeitig? Welchen haben wir denn jetzt gerade aktiv? Ach, den haben wir selber aktiv. Könnten wir verbessern. Nee, aber nicht für 47. Nee. Die heben wir uns mal auf hier. Weltenstaub. Goldener Talisman. Mhm. Lassen wir erstmal noch. Da bin ich noch unschlüssig. Rüstung. Gucke mal, wir können jetzt ein... Wir verlieren da an anderen Stellen ganz schön. Aber... Würde natürlich schon ein bisschen genial aussehen. Aber wir würden auch einiges verlieren. Aber guck mal, wenn man hier guckt, Runen geht zwar runter, aber immer Stärke, gut Abwehr... Vitalität. Schon. Kleiner. Was hat denn gerade eigentlich für eine? Also wir könnten ihm jetzt hier einen legendären Rock bauen. Gegen der Luft erlernen Sperrfeuer, Dominanz der Luft, aus der Luft abgefeuerte Pfeile verursachen zusätzlichen Schaden. Ja, verkürzt die Pfeilnachladezeit des Clownbogens massiv. Gut, aber der würde nicht seine Spezialfähigkeiten senken, ne? So, Kämpfer wirkt, nimmt diesen Betäubungsschaden erhöht und kann Gegner länger erdrosseln. Mir würde der hier wahrscheinlich eher liegen. Guck mal hier, nach einer Runenbeschwörung fügen die Pfeile für 8 Sekunden zusätzlichen Statusschaden zu. Heilstein oder Heilungssteinwirksamkeit. Ich glaube, den nehme ich. Da wächst du ganz sicher noch rein. Ich glaube, das kaufen? Nee, kaufen will ich nichts. Den Rest gucken wir dann. Wir also sammeln erstmal ein bisschen. Wir sehen uns. Na klar sehen wir uns. Speichern wir mal. Und gucken uns hier noch ein bisschen um. Wahrscheinlich müssen wir hier gar nicht sein.
Oh, ich höre Viecher. Ich höre... gemacht. Na klar, warum auch nicht, ne? Okay, was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir eine... Okay. Hier haben wir doch... Sehe ich davon hier, dass wir was haben. Sehr gut. Noch mehr Stahl. Und... Das war's. Mehr gibt's sie nicht. Echt jetzt? Aber hier ist doch noch was. Da sehe ich hier was. Das sind aber Secrets hier, beziehungsweise irgendwelche... hier ist nix. Ach doch. Klar ist hier was. Was ist den Leuten zugestoßen? Folge den Hinweisen. Mal sehen, also. Brandspuren. Sie sind in Gruppen versammelt. Sie haben sich vielleicht vor etwas versteckt, das Feuer spalt. Aber gestorben sind sie trotzdem. Ein Drache vielleicht? Oh. Sei bereit! Hier rüber! Noch nicht bereit! Der Mann ist schlecht! Mann. So, da können wir durch wahrscheinlich. Ja, da können wir durch. Sieh her. Ja, Vater. Verflucht sei der Zwergenkönig. Geisel der Menschheit. Klingt, als wäre er kein guter König gewesen. Warum haben sie ihn wohl so gehasst? Jetzt sind sie tot. Spielt es eine Rolle? Nein, ich bin bloß neugierig. Neugierde ist gefährlich, Junge. Konzentrier dich. Was steht da? Ja. Feidadaur. Das bedeutet Todesjahr. Na toll. Okay. Von da sind wir gekommen und von hier gehen wir weiter. Ne, von hier hin gehen wir weiter. Oder dorthin. Sieht schon ein bisschen cool aus. So, los, erzähl. Warum fängt man an, derart große Statuen zu bauen? Zwerge sind geschickte Kreaturen. Lästig, aber geschickt. Das müssen ziemlich wichtige Zwerge gewesen sein. Wo sind wir denn jetzt hier? Boah, hier gibt es einen extra Teich. Aber wir fahren den erstmal ab, ne? Wir könnten hier runter. Da oben ist ein Odins Aure. Ah, da unten ist irgendwas. Ich schwimme erstmal rum hier. Gebiet ist auf jeden Fall abgegrenzt. Wir kommen hier hinten nicht rüber. Schön. Oh, ein Dicker. Da ist irgendwas im Wasser. Ja. Also, da ist die...
denn? Noch nicht bereit, leider! Da ist ja noch einer. Na, noch jemand? Ein bisschen Dresche oder was? Okay. Scheinbar nicht. Ach, guck mal, das Boot ist jetzt auch schon hier drüben. Oh, jetzt ist der weg. Der ist extra rübergekommen, oder was? Hacksilber, das war's? Ja, sieht so aus, ne? Yes. Okay, hier scheint echt nichts weiter zu sein. Das ist bloß so eine kleine Insel. Gut, geht's weiter. So, was haben wir da drüben? Oh, hier ist auch noch was. Und hier ist nichts, also müssen wir da anlegen. Mal die Schnellreise aktiv machen. Das klingt wie ein Drache. So, wie sieht's hier aus? Genau, die rechte Seite. Alle kommen. Mist, der ist weg. Eieiei. Was ist hier los? Was ist hier los? Das lief erstaunlich gut. So, hier hinten hatten wir was. Mach dich bereit! So viel dazu. Eine Torstatue. Dort muss der Vater des Geistes begraben sein. Man. Oh, da ist ein Drache. Vorsicht, das geht!
gesagt. Junge. Wow, 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 wow. Nee, hier drüben. Komm mal mit hier. Ich kenne Umweg. Komm mal her. Hier, Junge, komm. Okay, ich glaube, wir kommen hier wieder zurück. Wir müssen zum Drachen. Los, Junge, hier lang. Warte mal, hier war ja auch noch was, ne? Oh, mal gucken hier. Atreus, hier. So. Aber hier da sowieso nicht. Hier drüben ist das Tor aufgegangen, ne? Genau. Was hast du getan? Tor bleibt offen. Ach so, er hat den Hebel gedrückt, damit... ich verstehe. Ist das was Gutes hier? Werde ich angegriffen oder nicht? Mal gucken. Nein. Wie weit da oben? Vater, wie weit da oben? Wo denn? Wo guckst du denn schon wieder? Ich sehe etwas da oben. Wo bist du denn? Junge, wo bist du? Sieh mal da oben. Junge. Der ist weg. Aber was ist da oben? Was ist das da oben? Ich weiß doch nicht, was du zeigst. Wo soll ich denn hingucken? Wo läufst du? Hast du einen Tarnumhang? Ich hab keinen. Was denn? Oder bist du da ganz unten? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ich sehe etwas da oben. Komm lieber runter. Wehe, du bist jetzt da oben. Kann man immer drauf. Sei bereit. Wo ist der denn? Sag ja, der tarnt sich. Junge. Jawohl. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. Was denn? Junge, was? Junge. Was ist das jetzt hier? Was?
Ah, 6 Wölfe, 2 Männer und sie rufen nach mir. 13 Drauger, 9 Männer und sie rufen nach mir. 3 Tatzelwürmer, 6 Männer und sie rufen nach mir. 1 Troll, 41 Männer und sie rufen nach mir. 1 Drache, 99 Männer und sie rufen nach mir. Klingt, als könnten die dich wirklich jagen. Vielleicht hätten sie es bei Hirschen und Keilern belassen sollen. Oh ja, vielleicht. Achso, wir haben ja neue Fähigkeiten. Wir haben ausreichend XP. Die haben wir alle gelernt, ne? Das hier ist noch offen. Kampfhaltungsdings, aber warte mal, wir haben ja hier, was haben wir denn hier? Wir haben hier Chaoswolke. Mhm. Drücken Sie während des vorletzten leichten Komboangriffs um ein... Des vorletzten leichten Komboangriffs, okay. Um einen starken Angriff aus, der alle gegen einen Kratos... ja, den brauche ich. Das mache ich sehr oft. Hier erhöht die erhaltene Verbrennungsmenge bei jedem. Ja, natürlich brauchen wir das. Und das brauchen wir. So, was haben wir hier? Achso. Legendär. Ja, du behältst das natürlich an, logischerweise, ne? Und hier können wir, glaube ich, ein paar Sachen. Wobei, das passt dann ganz gut. Lassen wir mal. Hier, was ist hier? Können wir hier was ausmustern? Schon gut, wie es ist. So, oh, warte mal, wir können... Haben wir noch nicht, okay. Komischerweise, das haben wir, Nahkampfbereich. Ja, das können wir lassen, den Bereich Schaden. Sehr gut. Aber hier... Ah, ist auch okay. Gut, passt. So, Junge, weiter im Text. Ich sehe etwas. Der steckt nicht einfach nur drin und kam einfach nur raus. Aua. Dieser Drache ist gefährlich. Schon klar. Aber er klingt so traurig. Wie kommst du bei all dem Brüllen und Feuerspeien auf traurig? Vielleicht weil er ihn hören kann? Okay, wir müssen wieder die Runen besänftigen. Alter. Ja, ist klar. Ey, da ist doch ein Schatz. Oh, die explodieren ja. Ich hab's gleich. Das war echt ein Kinderspiel. Ja. Wie sagst du das? Wisst ihr, da will man dem helfen. Da will man dem helfen, da, dem Drachen, ne? Und dann spuckt der Feuer und Galle. Ach Quatsch. Der Drache ist mir unheimlich.
So. Drachenschrein. Mutter hat von 3 angeketteten Drachen in Midgard erzählt. Dieser Schrein ist Teil davon. Auf dem Sockel waren 3 Runen. Töte wir die anderen 2 und befreien. Das ist nicht unsere Sorge. Ich weiß, aber es ist das, was Mutter gewollt hätte. Hüte deine Gefühle, Junge. Deine Gegner werden nicht zögern, sie gegen dich zu verwenden. Ja, Vater. Oh Gott, hier nochmal sowas. Bin ich hinten sicher? Das sind auch Runen. Da hinten... Ach, das ist das andere Ding, wo wir wieder runterklettern können. Okay. Keine Ahnung, ob wir hier richtig laufen. Wahrscheinlich nicht. Das ist die Ecke, okay. Noch mehr Runen. Okay. Wir gehen erstmal runter. Geht doch, Junge. Du musst nur an dich glauben, Mann. Okay. Alles einsammeln. Wo? Habt ihr was gehört? Achso, warte mal. Wir machen mal die Kette schon mal runter. Nein, wieder hoch. Mann, habe ich mich erschreckt. Das war eben noch grün und jetzt hat sich's zum Dings verwandelt. Okay, es bleibt offen. Hier war wieder grüner. Oh. Feinde davon! Greifen wir sie an? Na, Blütanda. Ich bin jetzt bereit!
so weit. Unsere Gegner sind stark. Sauber. Ich hab's gehört. Junge. Ja, Vater. Ich hab's gehört. Ah, das hatte ich mich schon gefragt. So, ein N und ein F. Was steht da, Junge? Truhe. Das bedeutet, zu glauben. Oder auf etwas zu vertrauen. Also haben Sie noch an Ihren König geglaubt? Selbst nachdem so viele gestorben waren? Es ist ein Befehl, trotz seiner Fehler an ihn zu glauben. Die Frage... Die Frage ist, wie kann ich den befreien? Muss ich hier durch die komplette... Gegend durch oder? Naja, ich gehe mal hier rein. Was soll schon passieren? Mehr als sterben ist nicht. No? Hier, Junge. Noch eins. Das ist Gagi. Mutter mochte sie. Gute Jägerin. Das stimmt. Die Königin der Jagd. Das ist ihr Vater. Und Tiere, die sie gejagt hat. Er war ein guter Lehrer. Und das letzte Bild. Wieder ihr Vater. Sie beide. Im Schnee. Und dort sind sie noch. Tragische Geschichte. Okay, 7 von 11 Schreine haben wir schon. Bin noch nicht so weit. Nicht da. Beeindruckend.
Abend der Charadon. Ich hab doch gesagt, ich spiele immer gute Spiele. Immer. Guten Abend, Juggernaut. Da, mit A. Okay, wir müssen hier runter. Ah, ein Hebel. Das ist der Tunnel, wo die im... Ja, ja, okay, wo die standen. Ich verstehe. Nee, da komme ich nicht hin. Na, wer greift mich jetzt an? Du zum Beispiel. Oh, Mensch. Ey, ich sagte, Moment. Das ist hier ein seriöslicher Kanal, also keine Sorge, ne? Alles gut. Eine Ruine. Schon, ja. Aber wenn ein Zwerg sie erbaut hat, war sie zu seiner Zeit beeindruckend. Das stimmt. Wo ist denn... Ah ne, es ist ein normaler Rabe. Wo geht's hier lang? Bis er explodiert. Oh, hier mussten wir auch hin. Hier ist ein Schrein. Warte mal. Sagtest du nicht, es wäre gefährlich, die anderen zu zerstören? Wenn es der Wunsch deiner Mutter war. Ja. Du bist zu übereifrig. Er könnte uns angreifen und dann müssten wir ihn töten. Oh, das stimmt. Das stimmt. Ich bin bereit. Wir werden sehen. Ah, oh, okay. Komm, Junge, ich muss den Hill... Warte mal. Sehr gut. So. Genau so passiert es, wenn man den Stöpsel aus der Badewanne zieht. Genau so. Wer es noch nicht kennt, einfach mal probieren. Ich brauche mehr Zeit. Zeit gibt's nicht, haben wir nicht. Es ist vorbei. Junimond. Junge. Ja. Der Zwergenkönig hat seine Untertanen Drachen in Monster jagen lassen? Seltsamer König, oder? Hm.
Lass uns hier gegen was tauschen. Oh, alles voll. Gut. Was haben wir denn da unten? Wir nehmen uns den da. Oh, toll, wo du hinzielst. Junge! Schiebst du ein. Alles gut. Vater, das solltest du dir ansehen. Was man kann ihn mit dem Hebel dort angreifen. Ich weiß, aber es fühlt sich so falsch an, etwas so einzusperren. Wieder deine Gefühle, Junge. Du hörst nicht, was sie denken. Ich schon. Ignorier's und mach dich bereit. Hitler! Okay, wollen wir ihn reinlassen? Gefahren die alle. Ah, na komm. Der ist aber aggressiv. Jetzt. Naja, nichts. Aber er war dankbar für einen Tod im Kampf, anstatt im Käfig zu verrotten. Dein Können verbessert sich. Du hast gut gekämpft. Danke, Vater. Bitte, Junge. Dafür ein Schlückchen Tee. Entfesseln Sie den Angriff, der Betäubungsschaden verursacht und Gegner zurückstößt. Naja, warum auch nicht? Horn Heimdalls. Zeig mal her. Ja, knackig war der, aber war gut, war gut. Q und E drücken. Okay. Wo kommt es rein? Na, wir verlieren ein bisschen an Stärke, aber... Passiver Effekt, die Talisman wird bei erfolgreichen Blocks und Paraden reduziert. Entfesseln Sie einen Angriff. Ja, und das hier? Für schnelle Erholung sofort aktivieren, drücken Sie getroffen. Passiver Effekt. Ach komm, ich pack die jetzt mal hier rein. Keine Ahnung, ob das was bringt hier. Ja, ja, das war... der bessert sich hier. Irgendwo ist hier noch... Ah, das wird der Drache sein. Irgendwo ist hier... Ist hier irgendwas drin? So.
Da hinten ist noch ein bisschen Heilung, die brauche ich nicht. Da ist auch nichts weiter. Okay. Gut, dann, wo war denn hier der Pinorek hier? Hä? Da ist der Pinorek. Da, den meine ich. So. Der Tod war hier als Errungenschaft. Schön. Das gibt Hacksilber. Irgendwo ist der... Frische Luft tut gut. Uns fehlt aber noch eine Säule. Ach, da oben, ich sehe sie. Sehe ich auch den, warte mal, sehe ich auch den Raben? Der ist hier irgendwo auf der Seite. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Der spuckt nämlich Feuer und Galle her. Okay, der ist tot. Der ist dankbar, der muss dankbar sein. Jawohl. Komm, Junge. Mach doch mal hin, Junge. Drück doch mal. Bitte friss uns nicht. Bitte friss uns nicht. Junge, mach dich bereit. Reisekündiger Sprint gewährt unaufhaltsame Aura, was Unterbrechung durch gegnerische Angriffe verhindert. Okay, Drachentränen kommen noch dazu. Ja, Bildschirm. Richtig, Bildschirm. Das ist der zweite von drei möglichen Drachen, die wir jetzt erlegt haben. Warte mal, ich gehe mal gucken hier, ob wir alles gefunden haben. Beziehungsweise, warte mal, hier. Wir haben zwei Raben, die fehlen. Wir hören auch einen. Irgendwo. Da hinten, ich sehe ihn. Hab dich. So, und einen hatte ich noch hier hinten irgendwo gehört. Ich erinnere mich nämlich. Hier. Irgendwo. Wer ihn sieht, darf ihn behalten. Irgendwie aus der Richtung kommt das. Hab ihn. Hatte sie auch versteckt. Gut, dann haben wir das Gebiet auch. Das freut. Das freut wirklich. Ah, warte mal, Abkürzung ist hier hinten. Haben wir ja schon gemacht. Hm.
Ach, das ist das Ding. Okay, das ist, sieht ja cool aus. Also, ja. Was ist mit den Leuten passiert, die hier leben? Na, tot. Folge den Hinweisen, Junge. Klar, den Hinweisen folgen. Na gut, also, da war ein böser Zwergenkönig und er ließ all diese Leute Monster jagen. Die Leute sperrten sie in Käfige. Und dann? Keine Ahnung. Uns fehlt noch ein Hinweis. Ach so? Zurück in die Burg? Nein, da drin ist nichts mehr für uns. Aber achte weiter auf Drachen in Ketten, Junge. Vielleicht entdeckst du noch mehr über den Zwergenkönig. Ah. Die Story geht weiter, wenn wir den dritten Drachen dann haben. So, mein Junge, komm. Unsere Arbeit hier ist getan. War ein schönes Gebiet. Das haben wir hier beim letzten Mal aufgemacht, für diejenigen, die jetzt nachrangig gekommen sind. Ne? So, hier dürfte auch nichts weiter sein. Haben wir alles erkundet? Ja, Junge muss vorgehen. Wer weiß, was da hinten ist, ne? So, wo ist Brock? Da ist Brock. So, mein Freund. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. So, Talisman, was haben wir? Wir können ihn verbessern. 7 kostet der. Was bringt der dann? Der erhöht die Abwehr. Okay. Und wenn wir den verbessern, Abwehr und die Stärke. Ja, wir müssen uns das Horn mal angucken erstmal vorher. So, wir können verkaufen, glaube ich, ne? Wir haben jetzt hier, was sind das, Artefakte? Ein komplettes Set, und zwar die Kriegsbeute. Glaube ich, genau, da gibt es 18.500. Also Geld sieht erstmal ganz gut aus, aber es geht natürlich schneller, als einem lieb ist, dass das dann weg ist. Ne? Wir könnten jetzt auch eine lila Rüstung bauen, das lasse ich aber erstmal, weil, obwohl, die kostet bloß Hacksilber. Warum kostet die bloß Hacksilber? Hat die nicht irgendwas anderes noch gekostet? Und die Frage mit den Attributen ist halt das Problem. Warte mal, Brustrüstung, wir haben jetzt ja gerade die Türsrüstung an. Guck mal, wenn ich die jetzt aufwerte, ne, mit dem gehärteten Stahl, was da hinten rauskommt. Ich meine, die Werte, die sind ja schon exorbitant. Aber da kommt noch mal ein Level dazu. Ist noch eine Stufe mehr. 2 Zauberplätze. Wie viel haben wir hier? Bei haben wir auch 2. Okay, das wäre nicht das Problem. Türs Eintracht. Uiuiuiui. 3 Zauberplätze. Vollständig verbessern, um Werte zu erhöhen. Okay. Die ist natürlich, aber die kommt recht früh. Na gut, auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. So, wo gehen wir jetzt hin? Das Gebiet ist hier durch. Ja, sieht einigermaßen durch aus. Was haben wir denn für Missionchen? Wir hatten hier Fafnirs Hort. Das ist immer noch eine Sache, die wir machen müssen. Fafnirs Hort. Die Velunderminen. Die sind auch noch aktiv hier. Hammersturz, die Torstatue.
Ist es das hier? Warte mal. Wo müssen wir dazu hin? Oh, Mist, wir waren hier schon. Warte. Verdammt. Verdammt. Wir müssen nochmal schnell rüber. Tut mir leid. Aber dann haben wir das gleich schon erledigt, ne? Wenn wir schon gleich in der Ecke sind. Habe ich übersehen. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, nein, den ihr finden solltet? Nein. Alles gut. Dann können wir raus teleportieren. Wir haben ja dann einen Teleporter da vorne. Ich war ja auch hier schon da. Ach, die müssen wir kaputt machen. Verstehe. Hatte mich schon gewundert. Emir, was kannst du mir über die Riesenfrau mit dem Bogen erzählen? Genug. Keine Geschichten. Nicht, wenn wir laufen. Wir konzentrieren uns auf den Weg. Verstehe ich voll und ganz. Ich erzähl später weiter. Du hast doch nicht mal angefangen. Okay, hier drin ist nichts. Sieht aus, als würde sie gleich umfallen. Die Frage ist, wo klebt sie noch fest, ne? Kommen wir direkt von hinten dran. Oder auch nicht. Halt, da war da. Nee, war nicht. Noch so eine Stelle zum Andocken. Oh, was ist das? Das Grab seines Vaters. Was Gutes gefunden? Vielleicht. Vater, wir werden die Statue doch umstürzen, oder? Was haben wir hier? Vollstrecker. Hohe Bonus für Gesundheitsschub. Ah, bringt aber Vitalität. Bei jedem Fall erfolgt ein Axttreffer mit einer Blitzexplosion Schockschaden bei allen Gegnern in der Nähe zu verursachen. Hat natürlich auch was, ne? Wenn ich mir das... So. Ah, ich seh's. Am Arm. Da oben. Okay, warte mal. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, Mann. So leicht fallen Götter nicht, Junge. Ich weiß. Das war nur ein Witz. Noch macht man Witze über sie. Tut mir leid.
Ja, ich hoffe mal. Warum machen die Götter den Sterblichen so viele Probleme? Weil das ihre Natur ist. Aber mit so viel Macht sollte man doch meinen, dass wenigstens ein paar versuchen, das Leben besser zu machen. Und trotzdem verbreiten die Götter nur Elend. Das ist das Leben, Junge. Hm. Na, wenigstens tun wir etwas Gutes. Oder? Hm. Stille. So, wo müssen wir denn jetzt hin für die Quest? Hier an die Ecke. Wir können also hier zum Steinfall. Das ist natürlich praktisch. Hey, wenn ich ein Gott bin, vielleicht kann ich fliegen. Nein, nein! Götter müssen auch auf dem Weg bleiben, da bin ich ganz sicher. Also, will Odin dorthin, wo er nicht hinkommt? Soll das heißen, dass er auch nach Jötunheim will? Ja. Er ist geradezu besessen davon. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn. Oh, seit wann erzähle ich Unsinn? Baldur wollte durch uns den Weg nach Jötunheim finden. Aber das war, bevor wir überhaupt wussten, dass wir nach Jötunheim müssen. Das ist verrückt. Abgesehen davon, dass ihr unterwegs nach Jötunheim seid. Also hatte er recht. Jetzt bin ich verwirrt. Dann hast du jedenfalls zugehört. Wenn Odin und Baldur nach Jötunheim wollen und glauben, dass wir der Schlüssel sind, woher wussten sie das, bevor wir selbst überhaupt wussten, dass wir dorthin müssen? Mimir besteht darauf, dass es Sinn ergibt. Naja, weil jemand die Zukunft vorhergesagt hat, hä? Hätte ich jetzt gesagt. Leviathanspur? Boah, das ist ganz nett. Okay. Gut. Runensegen aktiviert. Ach, guck mal, das Tor taucht immer dann auf, wenn der Ladebalken fertig ist, ne? Narbenfloh. Wehe, du hast dich heute überarbeitet. So, mein Freund. Ihr da! Habt ihr die Statue zerstört? Na klar. Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. Und weg ist er. Tapferer Kerl, Tor ganz alleine zu suchen. Er ist ein Narr. Mann! Von wegen so kompliziert. So kompliziert gedacht. Was? Ich hab's gleich!
Mach den tot! Nicht voran! Mann. Kam die doch auf einmal her? Wir waren doch schon mal hier. Morgen noch einen Tag Urlaub, arbeiten und dann Urlaub, so meine Planung. Auch wenn es bloß zwei Tage um das Wochenende drumherum ist, aber immerhin. Sehr gut. So. Journal. Gucken wir mal. Was haben wir denn noch? Die Welt des Nebels. Dazu müssen wir erst wieder die Sprache freischalten. Brocks Freund finden. Fafnirs Hort. Aber Fafnir... Wo müssen wir denn dafür hin, theoretisch? Oh Gott, Maus. Da drüben. Wie kämen wir denn technisch gesehen dahin? Über das Tor zu Hause könnten wir wahrscheinlich in Fafnirs Hort oder aber erst über die Weltenschlange durch, ne? Weil die da drin rumliegt. Aber theoretisch könnte man auch hier wahrscheinlich durch. Vielleicht gibt es hier auch einen Durchgang. Nur daheim, Flo, nur daheim. Weg geht's gar nicht. Einfach Ruhe. Freitag, Kinder gehen aus dem Haus, ne? Und dann Füße hochlegen und einfach ein bisschen gammeln. Also richtig so, gammeln. So, richtig. Seele aus zweiter Hand, die Velunderminen. Okay. Ich weiß gar nicht, kommen wir technisch gesehen dahin? Wo ist denn hier eine Schnellreisegeschichte? Die Schnellreisegeschichte ist natürlich da oben, wo ich gerade herkomme, verdammt. Ja, es ist einfach, wie gesagt, nur zu Hause. Ganz normal in Ruhe. Da ist das Ding. Nochmal, woher Odin vor uns wissen konnte, dass wir nach Jötunheim gehen. Odin ist extrem schlau, weißt du? Beinahe so schlau, wie er es selbst glaubt. Und er sammelt Prophezeiungen. Geht es um die Zukunft, kommt es in seine Sammlung. So kann er sich immer als allsehend und allwissend inszenieren. Aber es geht natürlich um Kontrolle. Kontrolle über die Zukunft, sein Schicksal. Er würde jedes Gebiet in jedem Land auf jeder Welt kontrollieren, wenn er es könnte. Er will jedes noch so kleine Widerstandsnest auslöschen, selbst wenn du nie eine Bedrohung warst. Es reicht, dass du eines Tages eine sein könntest. Wie du siehst, es ist nicht wichtig, wie er es vor euch wissen konnte. Es ist wichtig, dass er recht hatte. Ah, clever, clever. Odin sammelt Prophezeiung. Er will das Schicksal durch sein Wissen über die Zukunft lenken. Vielleicht glaubt er, wir wären eines Tages zu einer Bedrohung. Zumindest weiß er, dass wir einen Weg nach Jötunheim suchen. So, zu Hause. So.
Und wir laufen vielleicht sogar in die richtige Richtung. Mann. Wir sind ja auch hier bloß im ja, stimmt, wir waren ja auch nur im Anfangsbereich hier durchgelaufen, ne? Haben Dinge hier nicht mitgenommen. Schöne Natursachen. Hab Kisten nicht geöffnet. Ich glaube, wir laufen ganz gut. Ja, Rotkäppchen kriege ich immer Sodbrennen von. Aber ja, ich denke mal, da werden wir entweder Samstag rein. Wir spielen ja sowieso The Witcher 3. Entweder Samstag rein oder ja, mal gucken. Unheilvolle Musik. Da waren wir schon dran. Nee, theoretisch da lang, ne? Aber hier ist kaputt. Warum? Nicht gut. Das ist die falsche Richtung. Da geht's. Ja, wo geht's da eigentlich hin? Zu Loot geht's da. Sehr gut. 400 Hacksilber immerhin. Wir haben ja echt nicht rein. Gegner voraus! Welcher Hammer kommt jetzt? So, wo laufe ich hin? Irgendwo hin. Ah, warte mal hier. Guck mal, wir waren hier noch gar nicht. Ui. Sollten wir hier drin sein? Ach, hör auf. In der neuen Wohnung, das und was ist denn da los? Da, wo ihr erst vor Wochen eingezogen seid mit ihm? Oh, nee, oder? Ach, du Scheibenkleister. Ich möchte mit dir nicht tauschen. Überhaupt nicht tauschen. Was ist da los? Was sind das für Butzen? Wusste der Vermieter Bescheid? Ich meine, das ist doch kreuzgefährlich. Das ist gesundheitsschädlich, sowas. Vorsicht an der Kante, Junge.
Wie komme ich da drüber? Das ist natürlich ärgerlich, ist das. Oh nee, oder? Das ist doch aber Betrug, ist sowas. Aha, noch mehr davon. Gut. Ach, das war's hier schon wieder? Ach nee, ne? Ich dachte, hier geht's großspurig weiter. Wäre das die Richtung gewesen? Oh. Wie komme ich denn da hin, wo ich hin will? Ja, eben drum. Ich meine, vor allem, was das kostet. Also theoretisch würde ich da drauf pochen, dass man da die Kosten getragen kriegt. Wie gesagt, ich persönlich halte das für Betrug. Das ist aber meine laienhafte Meinung dazu. Hier gibt es echt viel zu sehen. Ja. So, von da kamen wir ja her. Das ist aber auch noch. Habe ich überhaupt nichts gemacht oder was? Aber wie gesagt, zumindest, dass die Kosten getragen werden, weil man wäre nie dort eingezogen mit diesem Wissen. Ja? Also ich halte das, wie gesagt, für eine richtig fiese Täuschung. Wohin gehen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, wohin wir gehen. Eigentlich wollte ich... Ja, wie gesagt, man wäre niemals dahin gezogen, hätte man das vorher gewusst. Sehe ich immer so. Hätte ich gewusst, dass er Schimmel ist, hätte ich niemals den Mieter darunter geschrieben. Ja, hat man fast das Gefühl, dass es so ist, ne? Ist definitiv nicht die Richtung, wo ich hin will eigentlich. Ich glaube, wir müssen, um dorthin zu kommen, müssen wir durch die Schlange durch. Was ist das hier? Ja, ich verstehe, dass er nicht kann. Aber er kann da drin nicht wohnen bleiben. Er muss das mal von der Seite sehen. Weil das ist gesundheitsschädlich hoch 3. Hier ist noch eins. Das
sind Skell und Hatti, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Ganz recht, Junge. Wo kommen Sie her? Wie kamen Sie da hoch? Lange Geschichte, wir kommen noch dazu. Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? So könnte man es wohl ausdrücken. Mhm. Okay, 8 von 11 Schreiner aber schon. Das ist gut, das ist ein gutes... Gutes Zwischenergebnis. Oh, übersehen hier. Ja, eben drum. Du kriegst das nicht trocken. Es ist nicht machbar. Das heißt, die Butze kriegst du nicht vernünftig. So, wie kommen wir da drüben hin? Zumindest nicht offensichtlich gerade. Sind wir hier die ganze Zeit lang gelaufen? Kommt das so unbekannt alles vor? Hier waren wir doch noch nie. Doch, hier waren wir. Wir haben gegen den Dicken gekämpft. Ist auch ein Hardcore-Programm. Wie gesagt, dass das so alles abdriftet... Oh, Besuch. Guck mal, da ist so eine Tür. Die war die ganze Zeit direkt neben Mutters Garten. Kein Wunder, dass wir da nicht reinkamen. Verborgene Kammer von Odin. Ach ja, im Übrigen machen wir ja am Samstag dann bei The Witcher 3 Hauptstory, ne? Nur mal so. Ja, mach dir eine Pizza, alles gut. Essen ist Pflicht. Mimir, was hat dir die Schlange noch erzählt? Klang irgendwie wichtig. Es bedeutet sicher nichts. Die Schlange meinte, der Junge kommt ihr bekannt vor. Ich? Das ist unmöglich. Oh, dem stimme ich zu. Es sei denn, vielleicht sie spricht von etwas, was noch kommen wird. Es heißt, wenn Jörmungandr und Thor zu Ragnarok kämpfen, erschüttert dies den Baum des Lebens derart, dass er zersplittert und die Schlange durch die Zeit zurückschleudert, sogar vor ihrer Geburt. Was? Das ist doch verrückt.
Ich hab doch gesagt, dass es nichts bedeutet. Okay, wir haben hier ein Schnellreiseportal. Ich guck mal. So. Und speicher mal. Das, da unten ist was. Was ist hier oben? Eine Kiste. Sehr gut. Siehst du, da haben wir eigentlich noch Fähigkeiten-Upgrades, die wir machen müssen? Theoretisch schon, weil wir haben ein bisschen Erfahrungspunkte, ne? Oh. Ach, die haben wir schon. Okay, aber das haben wir noch nicht. Oh, hier sind noch ein paar. Damit wir den Fähigkeitenbaum hier ein bisschen, ne? Hier sind wir schon durch, okay. Kann ja nicht schaden. Und für andere Sachen geben wir das hier gar nicht aus. Na denn. Wohin jetzt? Ich gehe erstmal hier lang. Hier ist ein Horn. Oh, so schlimm. Ah, das wird schon. Das wird schon. So muss das. Okay. Gut, hier war noch ein kleines Versteckchen. Ah, die Tute kann ich nicht tuten, ne? Nee. Das sieht da nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich werde sterben jetzt. Oh ja, ich werde sterben. Achtung. Mach dich bereit. Na toll. Wow. Was? Pass auf!
Ein Streich. Boah, Namenkater. Ein Streich. Uiuiui. Okay, da kommen wir später zu. Das ist Wahnsinn. Puh. Aber wir kommen trotzdem nicht da drüben hin. Ich glaube, das ist... oder hier? Ist das hier vielleicht dann durch? Weißt du? Warte mal, ich geh mal... da durch das Tor. Einfach mal gucken. Ich weiß es nicht. Mimir, weißt du, warum es in Midgard keine Riesen mehr gibt? Ich meine, außer der Schlange aus der Zukunft. Tja, was das angeht, haben sie mich nicht ins Vertrauen gezogen, auch wenn Odin vom Gegenteil überzeugt ist. Aber eins weiß ich, wenn ich 60 Winter lang zusehen müsste, wie Thor mit seinem verfluchten Hammer die Besten meines Volkes niedermetzelt, würde ich auch heimgehen und meine Wunden lecken. Es ist furchtbar. Ich habe alle Riesen, die ich kannte, sehr gemocht. Deshalb haben sie die Brücken nach Jötunheim zerstört, damit die Asen nicht folgen konnten? Und deshalb steht in dem See kein Turm? Ich bezweifle, dass das Zufall ist. Meinst du, dass wir Riesen finden werden, wenn wir nach Jötunheim kommen? Alles ist möglich. Und rein geht's. So, wo sind wir jetzt hier? Oh, hi. So, wir müssten in die Richtung weiterlaufen. Gut's nicht, Le Gerardo. Alles gut. Schlaf gut. Ich glaube, da drüben müssen wir lang, hä? Das könnte vielleicht, dazu müssen wir da unten lang und dann da hinten hoch. Das wäre eine Möglichkeit. Kann ich hier runter? Nein. Aber wie komme ich da hin, indem ich da irgendwie unten drunten lang laufe? Wahrscheinlich hier drüber. Und dann komme ich da drüben lang. Und ja. Gut, wir kommen da noch überhaupt nicht lang. Aber hier wäre ein Weg. Hier wäre ein Weg. Wahrscheinlich kriegen wir noch eine andere Art von Pfeil oder so. Ja. Möglich ist er, ja, alles. So. Gut, also das kriegen wir derzeitig nicht. So, was haben wir hier noch? Achso, das ist das. So, was ist hier? Das war hier drüben drin, ne? Da ist es. Da kommen wir theoretisch rein, indem wir hier reinfahren. Zum der Berg. Hm. Wir brauchen noch ein bisschen, ne, Lebenspunkte und so. So, wo ist das Tor? Da nicht. Ach, da. Quatsch. Das wäre hier. Da könnten wir rein. Warum will Odin unbedingt einen Weg nach Jötunheim finden? Er ist überzeugt davon, dass die Riesen sein Schicksal in der Hand haben, wenn Ragnarök beginnt. Sie sind schließlich die ältesten Feinde der Asen. Abend, Fasi. Und Abend, Raid. Und Dankeschön, Fasi. Am Ende besiegen soll. Aber mehr als das begehrt er ihre Gabe der Prophezeiung. Er will wissen, was sie wissen und sehen, was sie sehen.
so viel Leiden hätten verbieten werden können, wenn seine unstillbare Neugier nicht so viel stärker wäre als seine Weisheit. Wie meinst du das? Ah, erinnere mich daran, dir zu erzählen, wieso man ihn den Fürsten der Gehängten nennt. Waren deine Katzen schon wieder übermütig? Hast du wieder nicht gefüttert die letzten 5 Minuten? So. Warum? Ich hab nichts getan. Aua. Aua, hab ich gesagt. Nee, das sieht überhaupt nicht gut aus. Bin ich ja fast am Sterben gewesen. Puh. Nee, da oben brauchen wir nicht hin. So. Jetzt ist die Frage... Was müssten wir theoretisch machen? Wir haben jetzt entweder die Hauptquest, die schwarze Rune, die geheime Jötunheim-Weltenrune in Tyrs Gruft finden. Oder wir machen halt Nebengequeste, falls wir da überhaupt hinkommen. Ich glaube, da gehen wir mal hin erstmal. Wir müssen stärker werden. Bam, 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 bam. So, müssen wir hier glaube ich, besser durch, ne? Unglaublich, dass noch niemand den Jötunheim-Turm gefunden hat. Wo versteckt man so etwas Großes? Indem man es unsichtbar macht, das wäre eine Option. Völundur Kluft. Also, ihr wisst doch sicher noch, dass ich vorhin eine tolle Geschichte erzählen wollte. Ja. Sie ging um Skavi, die Königin der Jagd. Ihr Name war Skavi, Königin der Jagd. Ihr Vater hieß Thiasi, der die Gestalt jedes wilden Tiers annehmen konnte. Er lehrte Skavi, sie alle zu jagen. Aus Lasttierrippen machte sie sich ein zweites Paar Füße, sodass sie über den Schnee gleiten konnte und kein Tier sicher war. Sie wurde zu einer Jägerin ohnegleichen, besser als jeder Gott. Odin selbst wollte sie zur Braut nehmen. Er glaubte, sie würde ihm starke Söhne schenken. Doch sie verschmähte ihn. Und für diese Beleidigung schwor Odin Rache. Es wurde verkündet, dass die Asen ein Adler plagt, der die kostbaren goldenen Äpfel der Iden stiehlt. Nicht einmal der beste Bogenschütze unter den Göttern könnte ihn erlegen. Odin wusste, Skavi würde der Versuchung nicht widerstehen können, ihr Talent zu beweisen. Und sie ging auf die Jagd. Skavi spürte den Adler auf, wo nur sie über den Schnee gleiten konnte, und schoss einen ihrer unfehlbaren Pfeile ab. Als sie ihre Beute holen wollte, war dort kein Adler, sondern ihr eigener Vater, der arme Thiasi, von seiner eigenen Tochter getötet. Sie wurde von Trauer und Scham überwältigt, denn nichts ist dermaßen widernatürlich wie ein Kind, das seinen Vater tötet. Skavi ergab sich ihrem Schicksal, als der Winter seinen Mantel ausbreitete, ihren Vater im Arm, so wie der Berg sie hielt, in ewig währender Umarmung. Das war traurig. Ja, bei den Riesen nimmt leider selten etwas ein glückliches Ende. Oh, ich mag die Geschichten, die erzählt werden. Die Minen, sehr schön. Ja. So, Junge, komm her. Da ist ein Schnellreiseportal. Das ist gut. So, mal aktivieren hier. Na, da flattert. Guck mal. Der hat gar keinen Krach gemacht. Das ist aber gemein.
Hab mir jetzt bloß gewundert, warum da ein Schatten rumfliegt. Oh. Ach so, Hacksilber. Ich dachte schon irgendwas Wichtiges. Hier. Komm. Junge. So, was ist gut zu wissen? Sag an. Ah, da. Dieser Weg führt zu den Minen von Velundre. Diese große Unternehmung ermöglichte Anvari, der Alchemist, Sohn des Ivaldi, durch dessen Genialität Fels und Stein vom Hindernis zum mächtigen Arbeitsgerät gewandelt wurde. Die größte Angst eines Zwergenminenarbeiters war es immer, die Vergessenen zu erzürnen, aber dank Anvari sind sie jetzt bloß Werkzeuge für unser redliches Unterfangen. Ein neues Zeitalter der Zwerge zieht herauf, nicht mehr nur Minenarbeiter, sondern Herren des Eisens, deren größtes Werk die Zukunft selbst ist. So, einmal speichern. Gespeichert. So. Alles Hacksilber brauchen wir. Jetzt wird's eng. Ah, Brock. Brock oder? Na? Brock. Ich brauche den Alchemisten für etwas, das ich euch zusammenbraue. Ja, ja. Wenn ihr schlau seid, werdet ihr ihn finden. Ja, doch. Oh, warte mal. Kannst du dich mit Sindri nicht einfach vertragen? Was auch passiert, das kann nicht so schlimm sein. Ihr seid Familie. Erzähl du mir nichts von Familie. Ich bin nicht der, der vergessen hat, wofür unser Name mal stand. Unsere Werke. Die Waffen, die wir schmiedeten, waren legendär in allen neuen Welten. Länger, als ich zurückdenken kann. Das wirft man nicht weg wegen eines einzigen Schlechten. Schlechten was? Witzes. Gar nichts. Vergiss es. Musst du nicht irgendwo hin? Der tropft im Schritt. Rüsten wir dich aus. So, lass mal gucken. Da nicht, da. Warum sollte ich die jetzt aufwerten? Oder herstellen. Dann würde ich da wahrscheinlich eher so, ne? Hier sowas. So, verbessern. Axtknauf. Da gibt es einen neuen. Da fehlt aber noch eine Legierung. Die wäre nicht schlecht. Gut, Vitalität geht ein bisschen runter, aber die sieht eigentlich ganz gut aus. Ressourcen kaufen? Brauche ich nicht. Zauber kaufen? Braucht man nicht. Okay. Da fehlt eine Frostflamme. Da eine Chaosflamme. Ich was basteln? Nee, alles gut, alles gut. Wir könnten eine Klauenköcher-Verbesserung machen. Die Feinnachen. Ja, das ist gut. Das ist, glaube ich, sehr gut. Und wir können es nochmal verbessern. Machen wir auch. Weil wenn er schneller schießen kann, beziehungsweise nachladen kann, seine Schüsse, ich glaube, das hilft uns ungemein. Maximal. Brustrüstung, da brauchen wir nicht. Armrüstung. Das Geld gebe ich nicht aus. Da bin ich zu sparsam für. Was wollte ich noch erzählen? Ich habe keine Ahnung, was du erzählen wolltest. Ich speichere jedenfalls. Und hier haben wir noch was, Junge. Diese Runen lauten Tod im Inneren. Okay. Habt ihr den Alchemisten aufgespürt, den ihr finden solltet? Ich war doch noch nicht mal drin, Mann. Zwerg mit dem grünen Ring finden. Okay. Also,
Brock meinte, sein Freund ist auch ein Zwerg. Mit einem grünen Ring. Sieh nach, wenn du willst. Wenn wir Ressourcen für unsere Reise suchen. Willst du ihm nicht helfen? Nein. Warum nicht? Weil ich keine Botengänge finde. Ein Zwerg, aber kein Ring. Einer seiner Männer? Wandspuren. Da auf dem Boden und an der Wand. Seltsam. Dann suchen wir wohl weiter. Ich meine, ich suche weiter. Vielleicht haben wir auch den nächsten Drachen. Das sieht mir ein bisschen feurig aus. Es glüht vor allem noch nach der ganzen langen Zeit hier. Warte mal, das machen wir noch nicht sofort. Ey, Karl, alles gut? Was ist das für ein Geräusch? Wow. Ein Seelenfresser. Tötet er uns, war's das. Kein Valhall, kein Hehl, kein Jenseits, niemals. Er greift nicht an. Oh, bei Mutter klang die gefährlicher. Dann sei auf alles gefasst. Komm. So, ich hoffe mal, hier passiert nichts Schlimmes. Oh. Mann. Ich darf nicht vergessen, ich habe auch noch die Chaosklingen, ja? Die funktionieren eigentlich ganz gut hier. Nicht eher. Hey, ich dachte, es wäre dir egal. Ich habe keinen Ring bemerkt, als ich ihn durchsucht habe. Oh. Komm ich da hoch, Junge? Ach nee, ich kann da durch. Direkt hinter dir! Was? Geht doch langsam. Glaube ich zumindest. So, was haben wir hier oben?
Zumindest haben wir sehr viel zum Erkunden hier. Kein Ring. Wir werden Brocks Freund nicht lebendig finden, oder? Oh, schön her mit dem Zeug. Junge, hierher. Oh, ich glaube, die letzte. Hey, noch eine Schatzkarte. Oh, eine Schatzkarte. Der Troll ist tot, meiner Sippe gerecht, aber der Kampf war anstrengend. Mein kleiner Besitz ist bei seiner Leiche vergraben. Ingrid und ich sahen an diesem Strand zu, wie die Sonne über den Tempel aufgeht. Okay. Und wir haben wieder ein paar Runen. War das gut oder schlecht? Keine Ahnung. Das sieht man nach. Oh. Oh, schon das zweite Siegel. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. Ja, der Dings. Das ist der Weg. So, wir brauchen noch eine Rune. Die kann theoretisch nicht so weit sein. Theoretisch. Ach so, vielleicht war das eine bei der Explosion da, ne? Aber wo ist die? Die letzte Rune. Da nicht, aber vielleicht da unten sichtbar. Da lang. So, vielleicht kann man von hier irgendwas besser oder auch nicht. Wo ist die letzte Rune? Wir brauchen doch bloß die Rune. Wenn wir die haben... Wo ist die Rune? Man hört, glaube ich, auch leider keine Geräusche, wenn man da in die Nähe kommt. Irgendwas drin? Nein. Wollte gerade sagen, da hinten ist aber ist ja nur die Anzeige. Wo ist die verdammte... Die muss hier in dem Bereich sein. Da will ich noch nicht durch, wie gesagt. Aus Gründen. Interessant. Was? Okay, ja, ist interessant, na klar. Sag mal, wo könnte das sein? Irgendwo? Junge, du stehst im Weg.
Nee, ich glaube nicht, dass das hier vorne drin ist. Das muss hier in diesem Bereich sein. Aber wo? Ich sehe nichts. Das auch nicht. Oh, da! Da ist der Ring! An der abgetrennten Hand! An dem Seelenfresser. Tja, jetzt wissen wir, was an Vari zugestoßen ist. Wir können es Brock sagen. Wir müssen nicht kämpfen, oder? Doch, wir kämpfen gegen ihn. Aber warum? Weil du Angst vor ihm hast. Genau, deswegen kämpfen wir gegen ihn, weil du Angst hast. So, warte mal. Och, nö. So, wir brauchen doch das eine Ding da oben. Wir kämpfen, vernichten ihn, bleiben immer konzentriert. Ja. Ach, wir mussten hier lang? Okay. Na toll, okay, speichern. Ich glaube, der wird nicht einfach. Aber jo, ach, ich habe keinen Wiederbelebungsstein, ne? Sei ganz still. Keine schnellen Bewegungen. Konzentrier dich! Oh, oh, oh! Ruhe! Noch mehr Zeit!
Guter Schuss. Ja. Grüner Ring. Zwergeninschrift. Der Alchemist. Aber wo ist der Rest von ihm? Tot. Höchstwahrscheinlich Asche. Der Seelenfresser hat ihn erwischt. Wir sollten das hier zu Brock bringen. Sehr gut. Zorn des Eistrolls. Okay. Klingt ja erstmal alles ganz nettig hier. Was haben wir hier? Ah, er hat aufgeräumt. So, von dort kommen wir nämlich nicht mehr raus. Da kommen wir nicht durch. Deswegen mussten wir nämlich drum rumlaufen. Also das Runenthema musste so oder so gemacht werden, sonst wären wir hier nicht lang gekommen. Und Junge, hoch mit dir. Lies vor. Ja, Vater! Diese Runen wurden hastig geschrieben. Da steht Igimsteini. Keine Ahnung, was das heißt. Wir werden den Blauen fragen. Dann bist du jetzt interessiert? Wir haben seinen Alchemisten gefunden. Uns steht eine Belohnung zu. Ja, finde ich auch. Okay. Aua. Ich hab da was gesehen, ich muss noch mal hin. Ich weiß, wo wir wieder sind. Schön, wieder hier zu sein. Es hat so viel Spaß gemacht, hier runter zu rutschen. Kann man hier runter? Nee. Sie wären stärker. Ist das komisch? So ein seltsamer Spruch, Junge. Oh. Eine Kiste. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier.
Jetzt sind wir immer drumherum. Da drüben ist er lang, ne? Ja. Was habt ihr gefunden? Deinen Alchemisten. Tut mir leid, Brock. Die Hand war alles, was wir gefunden haben. Mit dem Ring. Da drin war ein Seelenfresser und... er muss den Rest von ihm verbrannt haben. Ihr wollt sicher immer noch einen Lohn für eure Mühen, hm? Natürlich. Natürlich, sagt er. Mjönifruxi? Für eine Schutzbarriere. Ich sehe mir diesen Ring einmal näher an. Vielleicht hat Antwari ihn mit Magie erfüllt, bevor er abgekratzt ist. Zwerge können das? Klar, Zwerge und magische Edelsteine sind wie Fliegen und Schweinedärme. Die ganz zarten. Ich will's gar nicht so genau wissen. Hallo, hey, muss euch zwar um einen weiteren Gefallen bitten. Gleich. Sehr geringe Bonusaktivierungschance auf eine Schutzbarriere, die durch die Schaden durch gegnerische Angriffe verhindert, bei jedem erfolgreichen Axttreffer. Das klingt eigentlich gut. Aber die Attribute sinken dadurch ganz dolle, weil der hier so hoch ist. Aber eigentlich... ach hier, ein Gesundheitsschub bei jedem erfolgreichen Exekutionsspalter. Gut, aber wie hoch ist die Chance? Bei Kleinkram-Gegner vielleicht schon, ja, aber... wenn ich mir das hier angucke... drei, vier, fünf, zwei, drei, vier. Ich nehme mal die Schutzbarriere. Was haben wir hier noch? Zorn des Eistrolls. Siehst du, müsste ich auch mal aktualisieren, hä? Ich meine, wir nutzen hier so ein Ding, aber wir hatten das gar nicht mal auf. Ja, wenn du so gut wie gar nichts gegessen hast, dann ist natürlich Essen wichtig, ne? Ey, schieb mich hier nicht rum, Junge, ja? Was willst du, Zwerg? Ich habe noch eine Spur zu meinem Kumpel Antwari. Treff mich bei den Landshüterminen. Ist da auch eine Menge hübscher Beute für euch drin? Noch eine Spur? Aber wir haben ihn schon gefunden. Naja, zumindest eine Hand von ihm. Ich erklär's euch bei den Minen. Diese hier sind südlich der Flusslande. Wollt ihr zwei jetzt irgendwas oder steht ihr einfach nur faul da rum und starrt Löcher in die Luft? Ja. Gruß zurück. So, zeig mal her. Wie geht's? Verbessern. Hat den Ringe den Velundreminen von Antwaris Hand gerissen. Der Kerl hat immer mit Seelen, dunkle Ritualen und Dingen der Nacht herumgepfuscht. Wisst ihr? Ich meine, der hier, guck mal, wenn wir den danach haben. Der Klang seines Hammers auf Metall reicht aus, um ein Feuer köstlich anzuheizen. Den würden wir auch updaten. Ja, besser ab, bevor er mir hier zu heiß wird. Also das hier könnte schon gut aussehen. Eine Weltenschlange-Schuppe. 195 hat er. Erforderliche Ressourcen. Ach so, eine Schuppe. Wozu brauche ich denn die Schuppenfragmente? Zum Bauen hier, hä? Schwelende Glut. Ja, Junge? Keine Ahnung wofür. Dann bis später. Dann bis später. Ja. Und wir machen bloß noch ein bisschen Kleinkram. Wie gesagt, morgen ist ja der letzte Tag dieser Woche für mich. Auf Arbeit. Dass ich noch ein bisschen frisch bin. Wir schauen uns vielleicht noch das ein oder andere hier an. Oh, hier müssen wir durch. Junge.
So, wir waren jetzt da. Wie sieht es denn eigentlich in dem Gebiet aus? Wir haben alles gefunden in dem Gebiet. Das ist gut. Ist wirklich gut. Was machen wir denn jetzt noch vor lauter Schreck? Was ist das hier? Bin ich da schon mal hochgelaufen? Hier? Nee, ne? Das ist ja auf der anderen Seite von... Ja, pass mal auf. Wir nehmen das Portal. Wir gucken uns noch ein oder zwei Stellen hier an. So, dazu, das ist der Laden von Brock. Vergessene Höhlen. Warum nennt man Odin Fürst der Gehängten? Ein bescheidenes Beispiel für Odins Wissensdurst. Damals verbrachte er 9 Tage als Toter. Ja, er hängte sich selbst an Yggdrasils Ästen auf, rammte sich seinen Speer in die Seite und sein Blut rann in den Brunnen des Schicksals. Er durchstreifte das Reich der Toten und plünderte die Geheimnisse des Weltenbaums, bis dieser wohl zu Recht genug von ihm hatte und ihn zurück ins Land der Lebenden schickte. Hatte ich nicht erwähnt, dass er total irre ist? Ich hab was gehört. Du warst sowas nicht. Ich höre den doch. Wo ist der? Nee, du bist es nicht. Du bist es. So, wie sieht's hier aus? Hier gibt's gar keine richtige Region. Okay. Aber hier haben wir auch alles gemacht. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte hier rüber. Ich muss wahrscheinlich hier... Wobei, hier ist eine Anlegestelle. Da oben leuchtet noch irgendwas da. Was ist das hier für ein Ding? Was passierte mit ihr? Ich bin nicht ganz sicher, Kleiner. Sie wurde verlassen, lange bevor Jörmungandr kam und alles überflutete. Wie es wohl war, hier zu leben. Alle Fälle haben wir hier schon die wichtigsten Sachen abgezapft. Okay, hier ist auf alle Fälle auch Action auf dem Ding noch. So. Ich bin jetzt hier. Okay, hier ist ein Dock. Warte mal, das holen wir uns mal. Genau, jetzt haben wir es. Da drüben, rechts von dem Ding, da müssen wir hin. Oh, wir sind... schon dran vorbei. Hier waren wir aber schon mal, ne? Ja. Ich erinnere mich, hier waren wir schon mal. Ja.
Das war der Hort des Drachen. Aber warum ist das hier noch nicht aufgedeckt? Weil wir wahrscheinlich was übersehen haben. So, der Drache kann uns ja nichts mehr. Was? Geheilt, ey.
Wow. Alter Verwalter. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja. Alter Verwalter, das war ja... Puh. Also, puh war das. Das war anstrengend. Aber die Frage ist, habe ich hier Dinge übersehen, dass das hier nicht aufgedeckt wird? Oder was ist hier... Scheinbar, ne? Ne, das hier nur? Nö. Also ich wüsste nicht, dass ich hier irgendwas übersehen hätte in dem Bereich. Ich weiß also nicht, warum der hier nicht aufgedeckt wird, ne? Hier. Also, irgendwas muss hier sein. Oder ich bin noch gar nicht richtig drin. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe noch mal einmal sicherheitshalber hier gucken, aber ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas finde. Da ist nichts. Da ist bloß die komische Höhle. Da kommen wir bloß oben wieder zu dem Rundgang. Da hinten wäre was gewesen. Ist aber nichts weiter, ne? Ne, ist alles schick. Und hier unten haben wir auch nichts weiter. Und da oben war der Drache. Ja, nö. Keine Ahnung. Aber war interessant, dass wir hier nochmal gegen der kleinen Meute kämpfen durften. So, ich suche jetzt erstmal hier noch das Weite. Und auch wenn es bei The Witcher 3 nicht so richtig klappt, aber vielleicht hier machen wir beim nächsten Mal. Ich mag die Weltenschlange. Machen wir hier nämlich beim nächsten Mal so richtig so Hauptstory weiter. Aber so richtig, ne? Weil wird Zeit. Wir haben uns jetzt so ein bisschen nebenbei verdient. Jetzt haben wir uns nebenbei nämlich ein bisschen verdient hier, haben ein bisschen aufgelevelt, haben ein paar Erfahrungspunkte. Apropos Erfahrungspunkte, haben wir schon neue... Nee, haben wir noch nicht. Die kommen noch. Ja, genau, es sei denn, hinter Busch lauert noch irgendwas. War ich da drüben schon? Warte, da muss ich noch rüber gucken, kleinen Moment. Oh, hier waren wir scheinbar noch nicht. Neues Dock aktualisiert? Uiuiui. Über mir, pass auf! Haben wir es jetzt? Danke. Warte mal. Sehr gut. Da oben ist, glaube ich, ein Kampf. Und kein leichter. Das ist nur eine Statue, ne? Ja. Okay. Was ist da drin? Nur kurz gucken, kleinen Moment.
Oh, ich höre was. Sindri! Du hier! Ah, guck mal, da kommt... Seid ihr schon in Fafnirs Lagerraum gewesen? Nee. Waren wir nicht. Warte mal. Nur wirklich kurz nachgucken. Wo geht's hier hin? Hallo? Oh. Aha, schön. Junge, komm. Dann wird das hier Fafnirs Lagerraum sein, ne? Da können wir wieder runter. Okay. Ja. Ja, ist ein bisschen zu tief. Was? Achso. Wie friedlich. Ach, das ist die Brücke. Guck mal. Genau. Ja, deshalb. Und das sieht mir doch nach einem Drachen aus. Da sind Throne. 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Wahrscheinlich noch mehr. In jedem Dings einer. Warte mal, das haben wir gerade aufgesprengt. Jawohl, ja. Sehr schön. Ich dachte schon. So, ich würde mal sagen, wir haben das uns hier gerade angeguckt. Sieht gut aus. Hier wird gespeichert. Hier ist an der Stelle Feierabend für heute Abend. Morgen Abend kann ich schon verkünden, nach aktuellem Stand wird es nochmal in Richtung Weltraum gehen mit dem Shiki-Boing. Ja. Lass uns mal überraschen, ob wir die Töne richtig treffen, um die Türen aufzumachen und das auch noch rechtzeitig. Und ja, habt einen schönen Donnerstag. Schlaf gut, träumt was Schönes und bis morgen Abend. Euer Firefox. Ja, das tut mir leid, Kata. Das tut mir leid. Das. Wo lang? Ja, in Richtung Bett, Junge. Genau, bis morgen. Wahrscheinlich wieder gegen 9, 9.30 Uhr so dem Dreh. Das hängt davon ab, wann der Chiki-Boing dann nachher los kann. Ne? Lasst uns überraschen. Bis zum nächsten Mal. Euer Firefox.